So, wir haben mal wieder Besuch bei uns im Dachboden, nämlich Masterboy. Das ist der Tommy, die Trixi und der Enrico. Hallo, grüß euch. So, euch gibt es seit 1990 und in eurem Info habe ich gelesen, dass ihr die erste Techno-Band Deutschlands wart. Ja. Kann man das so sagen? Ja, ganz so sagen kann man es nicht. Damals war das halt so, 1990 mit Dance to the Beat, mit diesem Piano drin. Da hat halt jeder gleich gesagt, so in der Anfangswelle von Techno, das wäre eine Techno-House-Nummer. Und dann hieß es halt im Info, wir sind eine Techno-House-Band. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert und wir sagen jetzt eins auch mehr, wir sind eine Dancefloor-Band. Wenn ich Dancefloor höre, dann denke ich natürlich irgendwie die Ecke Culture Beat, Hathaway, die haben natürlich im Moment tierischen Erfolg. Diese Szene boomt in Deutschland. Schwimmt er da auch so ein bisschen auf der Erfolgswelle mit oder ist das eher eine andere Nummer, was ihr macht? Wir sehen uns genau in der Richtung. Aber dass wir uns jetzt da drauf gesetzt hätten, bei Gott nicht. Also wir haben uns im Prinzip einfach entwickelt. Und stehen jetzt zu der Musik auch und wir machen auch mit anderen Projekten Techno-Dinge, die wir dann für uns in anderen Musikrichtungen dann wieder auslassen können. Das ist ganz okay so. Trixi, du bist vor 2 Jahren auf die Jungs gestoßen. Wie kam das? Ich habe mit einem Bekannten eine Produktion gemacht in Rikus Studio. Und da ist er anscheinend aufmerksam auf mich geworden. Und dann habe ich mal angerufen und dann hat er mich gefragt, ob ich bei Masterboy mitmachen will. Enrico, du bist so hauptsächlich Produzent der ganzen Kiste, ne? Also Masterboy macht Homie und ich gemeinsam und wir machen auch PM Samson. Dann ich mache noch beispielsweise Bad Boys Blue. Also ich bin der Mann, der lieber im Hintergrund arbeitet und nicht so gerne in die Öffentlichkeit tritt. Jetzt ist er aber hier und ihr alle zusammen. Und ihr wart ja vor ein paar Tagen in London, habt euer Video gedreht zu der Single. Excellent. Wie heißt sie? I got to give it up. I got to give it up. Und wir waren nämlich dabei, haben die Jungs und das Mädel besucht und haben dem mal über die Schulter geguckt. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich sehen, was wir daraus gemacht haben. Ja, klar. Also, gut. Hier, in meine neue Kiste. Lass uns mal gucken. Toll. Für die deutschen Dancefloor-Experten von Masterboy, Tommy, Enrico und Beatrice, war ein Tag voller Stress angesagt, um ihre neue Single I got to give it up in Bilder umzusetzen. Verschiedene Drehorte in jeder Ecke Londons wurden ausgewählt. Band und Crew mussten kreuz und quer durch die englische Metropole jetten. Zehn Männer und Frauen waren an der Produktion beteiligt. Da konnte es schon mal eng werden. Aber Tommy hielt das Team bei Laune. Everybody's happy. Wollen wir gucken, ob die Trixi schon da ist? Ich bin die Beatrice von Masterboy. Ich hoffe, euch gefällt unser neuer Video. Was sagt ein Crewmitglied zu Masterboy? Wir haben ja schon öfter mit denen zusammengearbeitet. Die sind okay. Und die werden doch bestimmt auch erfolgreich, oder? Der Tag neigte sich dem Ende zu. Höchste Zeit, den Regisseur zu der Story des Videos zu befragen. Weißt du, es ist einfach die alte Geschichte einer verloren gegangenen Liebe. Dreams of lifetime love seem good to you, but not to me. You say you love me all your life. This can't be, can't you see? Stay till bigger dawn. Kiss me, hug me, on and on. You will see next day. I got to get away. I got to give it up.